Hey, willkommen zurück hier. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wenn du Probleme mit Schüchternheit hast, wenn du schüchtern bist und deswegen das Ganze mit Frauen vielleicht nicht so gut funktioniert. Zum einen musst du verstehen, dass es erstmal per se nicht schlimm ist, schüchtern zu sein. Auch wenn man schüchtern ist, kann man Frauen kennenlernen. Im Optimalfall wärst du nicht schüchtern, aber du bist halt schüchtern. Deswegen ist es erstmal so und das ist auch der erste wichtige Punkt. Damit du überhaupt irgendwie ordentlich damit arbeiten kannst mit deiner Schüchternheit, musst du erstmal Schüchternheit akzeptieren. Akzeptanz ist immer der erste wichtige Punkt für Veränderung, ansonsten funktioniert das nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist enorm fett. So, und du kannst das nicht akzeptieren. Du bist so, nein, ich akzeptiere das nicht, ich will nicht mehr dick sein, ich akzeptiere das einfach nicht. Und dann fängst du an, nach einer schnellen Lösung zu suchen, die es nicht gibt, denn du wirst über Zeit dünner werden müssen. Fängst also an, nach einer schnellen Lösung zu suchen, findest so eine schnelle Lösung auch, weil unsere Gesellschaft und die es gibt schnelle Lösungen, die wir angeboten bekommen, die halt einfach nicht sinnvoll sind. Dann gehst du auf irgendeine Crash-Diät, das funktioniert nicht, du wirst noch dicker und dann hast du dich selbst noch mehr. Und so ist es immer so ein Zyklus, der dich immer weiter runterbringt. Genauso ist es mit dem Schüchternsein, ne? Also im Beispiel von dem Dicken, du musst halt geduldig dranbleiben an diesem Prozess und dann kannst du halt abnehmen, aber um geduldig dran zu bleiben, musst du erstmal akzeptieren, dass das jetzt so ist, wie es ist und musst dich selbst in diesem Moment akzeptieren. Ansonsten wird es problematisch, ansonsten versuchst du immer eine Abkürzung zu finden und wirst immer wieder scheitern. Du musst akzeptieren, dass es so ist, du musst mit dem Fakt erstmal in Ordnung sein und dann kann man damit arbeiten, sonst geht das nicht. Genauso mit dem Schüchternsein. Akzeptiere erstmal, dass du schüchtern bist, das ist erstmal so in Ordnung. Und du kannst es auch gerne, wenn du mit Frauen flirtest, wenn du schon das kannst, kannst du es auch gerne so sagen, also wenn du vor einer Frau stehst und du bist am Zittern, was auch immer, dann sagt der Frau, hey, ich bin gerade mega aufgeregt, sprich das gerne genauso aus, aber du gefällst mir. Ja, es kann natürlich sein, dass die Situation die Frau dann überfordert und dann endet die Situation, ist aber nicht schlimm, denn wichtig für dich ist, dass du einen Schritt gegangen bist, dass du dich getraut hast, dass du mit einer Frau kommuniziert hast. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist immer noch nicht in der Lage, mit Frauen zu kommunizieren, das geht einfach noch nicht. Dann musst du das Ganze einfach ein Level weiter runterbringen. Ja? Zuallererst mal solltest du in deinem Alltag anfangen, vermehrt mit Menschen in deiner Umgebung zu kommunizieren. Ja, sei es mit Familie, mit Freunde, aber auch mit fremden Menschen. Wenn du zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel bist, auf einer Silberhochzeit von deinen Eltern, kommuniziere einfach mal ein bisschen mit fremden Leuten. Und wenn es nur Smalltalk-mäßig ist, ja, irgendwo müssen kleine Anfänge gemacht werden. Und wenn du immer mal wieder ganz bisschen mit Leuten kommunizierst, dann wirst du dich immer wohler in der Umgebung von Menschen fühlen. Ja, das ist die eine Sache. Wenn du aber jetzt bei Frauen zum Beispiel Probleme hast, dann brech's halt ein bisschen runter. Frag die Frau erstmal nur nach dem Weg. Mach der Frau erstmal nur ein kleines Kompliment. Ja, frag meinetwegen die alte Oma auf der Straße erstmal nach dem Weg. Das kannst du erstmal so machen, erstmal so wirklich Kleinigkeiten. Brich es weiter runter. Aber das Wichtigste ist, komm allgemein mit Menschen mehr in Kontakt, überall in deinem gesamten Alltag. Die andere Sache, die du machen kannst, ist, dass es natürlich auch immer, es ist immer eine innere Konsequenz irgendwo, wenn du schüchtern bist. Also das ist zum Beispiel was ich mit meinen Teilnehmern dann mit Hypnose auch bearbeite. Das können wir jetzt hier über das Video schlecht machen. Du musst verstehen, dass du auch deswegen schüchtern bist, weil du dir gewisse Bilder machst oder weil gewisse Dinge in deinem Kopf passieren. Ne? Wenn ich Angst vor einer Schlange habe, dann passiert das, weil ich diese Schlange sehe und denke mir dann, oh nein, die ist gefährlich, die könnte mich beißen, die könnte mich umbringen und weil ich mir diese Gedanken mache, ist dann da die Angst. Ja, also die Emotion folgt meinen Gedanken. Und so ist es auch zum Teil bei Schüchternheit, dass du dir vielleicht vorstellst, oh nein, wie reagiert denn die Person? Nein, was, wenn sie blöd reagiert? Was, wenn die Leute mich auslachen? Oder was auch immer du dir da denkst. Das heißt, auch dieses Denken führt dazu, dass du schüchtern bist. Und was du halt tun kannst, ist, dass du aktiv dagegen denkst. Das heißt, wenn du in so einer Situation bist, wo du merkst, ich bin schüchtern, ich habe da eine große Überwindung, traue mich da vielleicht nicht, dass du dir dann positiv vorstellst, was passieren könnte, ja? Positiv vorstellst, wie du mit der Frau sprichst, sondern mit der Person sprichst und das ganze Gespräch läuft gut, ihr unterhaltet euch gut, ihr lacht zusammen, ihr versteht euch, dass du dir genau das vorstellst, denn du musst verstehen, du kannst dir immer nur eine Sache vorstellen, du kannst nicht negativ denken und gleichzeitig positiv denken, du kannst immer nur eins von beiden, in deinem Kopf ist nicht Platz für beides. Und in dem Moment, wo du positiv denkst, wo du aktiv positiv denkst, kannst du das Negative überschreiben. Ja, das sind so Quick-Fix, so Schnelllösungssachen, die nicht immer funktionieren, weil die meisten Leute haben nicht genug Bewusstsein dafür. Meistens ist man zu tief drin, wenn man drin ist und dann ist es so, ja, das ist ja so einfach gesagt, aber mach das erstmal in dem Moment. Es kann aber generell funktionieren. Das Wichtige ist, dass du einfach
vermehrt in Kontakt mit Leuten gehst, in jeder Situation, immer wenn du die Möglichkeit hast, in Kontakt mit Leuten zu gehen, mach das. Und wenn es nur ein bisschen ist und wenn es nur der kleine kurze Talk an der Kasse mit der Kassiererin ist, der ein, zwei längere Wortwechsel mit der Kassiererin, das ist vollkommen egal. Jede Kleinigkeit zählt und jede Kleinigkeit wird dich besser machen. Glaub aber nicht, dass es einen magischen Supertrick gibt, den du anwenden könntest, um die Schüchternheit jetzt von einem Tag auf den anderen wegzumachen. Hat auch mit eigener Unsicherheit, mit eigener innerer Unsicherheit zu tun. Und das ist einfach eine Sache, die man nicht von heute auf morgen wegmacht. Zumindest nicht alleine. Ja, es gibt gewisse Leute, die da Techniken anwenden, von denen sie sagen, dass sie das innerhalb von kurzer Zeit wegmachen können. Ich kreuze da mal die Hände. Möglicherweise, aber es ist einfach keine Sache, die super, super schnell geregelt wird. Deswegen hab einfach Geduld, akzeptiere auf jeden Fall, dass da Schüchternheit ist und komm mehr mit Menschen in Kontakt im Allgemeinen und sprich auch mehr aus, was du denkst, was du fühlst. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich quatsche eigentlich nicht so oft mit Leuten. Das sind alles Sachen, die du sagen kannst, weil in dem Moment, wo du diese Sachen sagst, bist du ja mutig, da traust du dich ja einiges, ne? In dem Moment sagst du ja, okay, ich bin jetzt gerade mutig genug, das zu sagen. Ich traue mich jetzt, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und das ist etwas sehr, sehr Positives. Also wenn du schüchtern bist, musst du nicht schüchtern bleiben. Akzeptiere erstmal die Schüchternheit, sonst kannst du nicht damit arbeiten. Kommuniziere die Schüchternheit gerne offen und dann tritt mit so vielen Menschen wie möglich in Kommunikation. Und wenn es mal ganz akut ist, ersetze deine negativen Gedanken durch positive. Das kann helfen. Ich freue mich, dass du hier warst. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder Vorschläge, Videovorschläge in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du schüchtern bist und wirklich an diesem Frauenthema mal intensiv arbeiten möchtest, da einfach Erfolg mit Frauen haben möchtest, dann können wir zusammen arbeiten. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst. Bis morgen. Ciao.